gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lance Stroll startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Fernando Alonso, Hamilton, Sainz, Leclerc, Perez, Gasly, Hülkenberg, Magnussen, Ocon, Albon, Sargent, Tsunoda, Oscar Piastri, Joe, Bottas, De Vries und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Jetzt verfügbar. We'll be right back.
nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,1 Sekunden. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Fahr raus, fahr jetzt raus. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst.
Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Abstand zum Hintermann beträgt 5,5 Sekunden. Damit liegt es auf P1. P1, du führst das Rennen an. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,3 Sekunden.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Letzte Runde. Gemacht. P1 für uns. Weiter so. Und das war's. Ein durch und durch verdienter Sieg in Italien nach einem weiteren ausgezeichneten Grand Prix. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Dieses Rennen wurde wohl durch geschickte Bremsmanöver entschieden. Dadurch konnte er die Innenseite der Bremszonen besser ausnutzen. Und wenn man das oft genug macht, gewinnt man am Ende das Rennen. Das war aber auch ein ziemliches Schauspiel, nicht wahr? Vergiss die Strategie, vergiss die Reifen. Wer sieht nicht gerne einen klassischen Wettkampf? Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.